Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der vierte Ostersonntag und das Thema an diesem Tag lautet Vertraute Stimme. Das bedeutet, auch in schwierigen Momenten unseres Lebens können wir die Stimme Gottes hören. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 1 bis 10. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen: Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben. Und dies im Überfluss. Liebe Schwestern und liebe Brüder, wie schön eine vertraute Stimme. So sind oft die spontanen Reaktionen am Telefon. Das kennen wir vermutlich alle. Es ist schon bemerkenswert, trotz aller technischen Möglichkeiten heute, trotz E-Mail, SMS, Facebook, WhatsApp und vielem anderen kann das gesprochene Wort nicht ersetzt werden. Sprich, damit ich dich sehe, sagte der griechische Philosoph Sokrates. Es ist die Stimme des guten Hirten, von dem im heutigen Evangelium die Rede ist. Es ist die den Schafen vertraute Stimme. Und weil sie sie kennen, deshalb folgen sie ihr vertrauensvoll. Ob seine Stimme auch uns bekannt ist, wenn er uns ruft, dass wir nicht nur hören, sondern ihm auch folgen. Wir sind für ihn keine namenlose Hirtentiere. Bei Jesus gibt es keine Massentierhaltung. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein, spricht Gott im Buch Jesaja. Im recht verstandenen Sinn bedeutet dies, wir sind einmalig und wertvoll einzigartig und wir gehören zu Gottes Menschheitsfamilie. Wir sind eingeladen, unser Leben so zu gestalten, dass wir offen sind für das Wirken Gottes unter uns. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der seine Schafe auf die Weide führt.
Hirten sind Menschen, die ihre Schafe ganz fürsorglich hüten. Jesus betont mit diesem Bild des Hirten, wie sehr er uns liebt. Wenn wir fallen, richtet er uns wieder auf. Er möchte, dass wir glücklich sind. Er gab sein Leben für uns. Dazu passt die Geschichte des heiligen Bischof Basilius. Gedenktag ist der 2. Januar. Der Kaiser drohte ihm wegen seines Glaubens mit den Worten: Ich lasse dich vor das Gericht stellen. Basilius antwortete: Ich habe einen Freund, der ist Richter über Lebende und Tote. Daraufhin meinte der Kaiser: Dein ganzes Vermögen wird beschlagnahmt. Basilius entgegnete ihm: Ich habe einen Freund, der alle Reichtümer der Erde und des Himmels besitzt. Da ergriff der Kaiser nochmal das Wort: Ich schicke dich in die Verbannung weit weg von zu Hause. Sofort antwortete Basilius: Mein Freund ist der Herr über alle Wohnungen. Schließlich sagte der Kaiser: Dann lasse ich dich hinrichten. Auch hier wusste Basilius eine treffende Antwort: Ich habe einen Freund, der ist der Herr über Leben und Tod. Ich denke, so einen Freund zu haben wie Jesus, das sollte uns mit Vertrauen erfüllen. David sagte: In Gott setze ich mein ganzes Vertrauen. Wenn wir auf die Stimme Gottes hören, wenn wir bereit sind, sie zu erkennen, kommt er zu uns auch heute. Er führt uns aus dem Stall auf die Weide. Auch wenn es Momente und Phasen in unserem Leben gibt, in denen uns die vertraute Stimme fremd geworden ist, wo Gott zu schweigen scheint. Eines Tages werden wir sie wieder hören. Dieses große Vertrauen wie der heilige Bischof Basilius werden wir wohl nicht immer spüren, doch Gott wird trotzdem unser Hirte sein und uns beschützen. Wir sollten unsere guten Hirten im Alltag auch nicht vergessen. Welche Personen sind heute für uns auch gute Hirten und Hirtinnen? Wo brauchen wir sie besonders? Man kann zum Beispiel folgende Berufe auswählen: Busfahrer, Ärzte, Erzieherinnen, Lehrer. Der Busfahrer sorgt dafür, dass die Leute sicher an ihr Ziel kommen. Die Ärzte kennen, wie sonst kaum jemand, die Sorgen der Menschen. Ohne Pflegepersonal wird kaum jemand gesund. Die Erzieherinnen und Lehrer helfen den Kindern beim Heranwachsen. Wir merken, wie aktuell die Fragen sind und was es für ein Segen ist, mitten unter uns solche Hirten und Hirtinnen zu haben. Wir wissen alle,
dass es noch mehr stille Hirten gibt, die uns die Tür öffnen. Allen können wir heute am guten Hirtensonntag von Herzen Danke sagen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Auf einem Schild in der U-Bahn-Station steht: Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden. Da sagte eine Frau: Und wo bekomme ich jetzt so schnell einen Hund her? Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!